Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Bei mir geht es heute um ein sehr leckeres und besonderes Wildkraut, und zwar um die Gundelrebe. Sie wird auch Gundermann genannt. Man findet sie auf nährstoffreichen Wiesen, auf Weiden und an Hecken und Waldrändern, bis in eine Höhe von 1400 Metern. Sie wächst in fast ganz Europa, Asien und Nordamerika. Früher war sie für die Kelten und alten Germanen ein sehr heiliges Kraut. Und zwar wurde sie als Schutzkraut, das bösen Zauber abwehren konnte, gesehen. Deshalb pflanzte man sie rings ums Haus herum. Die Gundelrebe hat eine Wuchshöhe von 5 bis 30 cm. Sie wächst als Staude und kriecht am Boden entlang, wobei die Triebe in die Höhe wachsen. So kann eine Pflanze bis ca. 1 Meter groß werden. Die Blätter der Pflanze sind nieren- bis herzförmig und an den Rändern eingekerbt. Sie wachsen kreuzgegenständig, das heißt, es liegen sich immer genau zwei Blätter gegenüber und hier immer im Wechsel. In den Blattwinkeln können 2 bis 5 Blüten erscheinen. Die Blüten sind blau bis rotviolett und gehören zu den Lippenblütlern, das heißt, sie bestehen aus einer Unter- und einer Oberlippe. Die Gundelrebe blüht von März bis Juni. Der Stängel der Pflanze ist vierkantig. Die Gundelrebe wirkt sehr schützend und heilend für den Menschen. Sie wird eingesetzt bei Durchfall und Magenproblemen. Sie ist sehr gut für die Atmungsorgane und soll sehr gut bei Lungenproblemen helfen. Sie wirkt blutreinigend, schleimlösend und entgiftend und regt sehr gut den Stoffwechsel an. Sie wird auch verwendet bei Entzündungen im Mund- und im Rachenbereich und soll sehr gut bei Zahnweh helfen und auch bei Mundgeruch. Die Gundelrebe ist eine wintergrüne, sehr ausdauernde Pflanze. Ihr Geschmack ist herb aromatisch und die Blüten schmecken zart süßlich. Sie enthält sehr viel Vitamin C, Kalium, Gerbstoffe und Bitterstoffe. Die Blätter kann man das ganze Jahr über sammeln. Man findet sie auch im Winter unter dem Schnee. Und zur Blütezeit sind natürlich die Blüten sehr lecker. Die Pflanze kann als Zutat für Salate verwendet werden, sie eignet sich sehr gut zum Würzen und die Blüten sind eine wunderschöne Dekoration auf allen möglichen Gerichten. Die Gundelrebe war auch Bestandteil von der grünen Neune, wo am Gründonnerstag die Suppe aus neunerlei Kräutern gekocht wurde, um den Winterschlaf aus dem Menschen herauszutreiben, dass er gesund und frisch in den Frühling starten kann. Gund ist übrigens ein altgermanisches Wort und bedeutet Eiter, denn die Gundelrebe hilft sehr gut bei eiternden Wunden und überhaupt bei schlecht heilenden Wunden. Sie hat eine antibakterielle, antioxidative und entzündungshemmende Wirkung. Die Gerbstoffe und ätherischen Öle in der Pflanze können Wunden sehr gut reinigen, hemmen Entzündungen und helfen, dass die Wunden schneller heilen. Die Gerbstoffe binden auch Schwermetalle wie Blei oder Pestizide und helfen, diese aus dem Körper auszuscheiden. Ein Bad mit Gundermann ist sehr gut für die Haut und hilft bei Schmerzen in den Muskeln und Gelenken, auch bei Schmerzen wie Ischias und Gicht. Allgemein ist die Gundelrebe ein super Reinigungsmittel für den gesamten Körper und vor allem nach langen Krankheiten sehr zu empfehlen. Früher gab es auch den Glauben, dass die Gundelrebe vor Verhexung schützen soll. Deswegen wurde ein Sträußchen Gundelrebe zum Beispiel bei brütenden Gänsen ins Nest gelegt. Oder die Kühe wurden vor ihrem ersten Austrieb mit einem Gundelrebenkranz gemolken. Die Gundelrebe wurde auch Donnerrebe genannt, denn sie soll dem Wettergott Donar zugeordnet sein und vor Gewitter und Blitzschlag schützen. Zu diesem Zweck hängte man sie früher an den Häusern auf. Am 1. Mai zum Walpurgistag wurde aus der Gundelrebe ein Kranz geflochten. Und wenn man diesen Kranz trägt, soll man angeblich echte Hexen erkennen können. Okay, ihr Lieben, das war's für heute zum Thema Gundelrebe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis jetzt, sagt die Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.